Gut. Ah, good morning. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt schon den Anfang meiner Morgenroutine gesehen. Ich bin gerade dabei, mich zu schminken und seppe meinen Kaffee. Das ist wirklich favorite moment of the day, wenn ich sitze jeden Tag hier mit meinem Kaffee und schmink mich. Wirklich mein Lieblingsmoment. Ich schmink mich jetzt fertig. Ich bin noch immer sehr krank. Ich weiß nicht, geht einfach nicht weg. Ich bin jetzt eine ganze Woche erkältet und das finde ich schon ziemlich komisch für eine Erkältung. Aber es ist kein Corona. Und ich kann jetzt auch nicht eine Woche im Bett bleiben, weil in einer Woche sind sind meine letzten Klausuren in meinem Bachelor. Damit es auch wirklich die letzten Klausuren bleiben, muss ich mir ein bisschen Arschtritt geben, weil ich habe keine Lust, das dritte Jahr nochmal ganz neu zu machen. So, und dann muss ich auch Masterbewerbungen machen. Habe ich sowas von gar keinen Bock drauf, aber 4 Unis haben offen gemacht, natürlich. Genau in der Klausurenphase. Das hätte ich gar nichts Besseres, als jetzt die ganze Zeit super toll über mich zu reden und zu sagen, was für eine exzellente Schülerin ich bin und warum die mich unbedingt nehmen sollen. Ach, ich hasse das, ne? Ich hasse das wirklich. Heute habe ich 2 Stunden auf Schlummern gedrückt und ich verstehe nicht warum, weil ich habe jetzt 10 Stunden geschlafen. So, und ich habe die letzten Nächte auch so zwischen 8 und 10 Stunden geschlafen. Deswegen, ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß, mein Körper ist gerade so, okay, Nia, stopp. Aber mein Körper, der soll jetzt aushalten bis zum 13. Mai. Ich habe wirklich jetzt keinen Nerv damit zu dealen, krank zu sein. Also meine Routinen haben sich sehr verändert zu den Routinen, die ich früher gemacht habe. Da ich, wie ich euch schon mehrmals erzählt habe, halt... Wer schreibt denn die ganze Zeit? Ja, da ich euch in anderen Videos erzählt habe, wie es mir mental so geht, nach dem ersten Semester und so weiter, habe ich dieses Semester wirklich langsam gemacht und das ist echt... Also jetzt ist Samstag, das heißt, manchmal musste ich um 8 Uhr in der Uni sein. Dann bin ich natürlich gegen 6.30 Uhr aufgestanden, aber das war dieses Semester eher weniger. Ich hatte eher abends länger Uni. Ja, also meistens haben meine Tage so gegen 9:10 angefangen. Außer natürlich, ich habe wirklich jetzt hardcore für eine Zwischenklausur oder so gelernt oder für einen Test. Dann bin ich auch mal früher aufgestanden, aber ich bin ja eine Zeit lang, also im ersten Jahr bin ich ja eine Zeit lang um 5 Uhr aufgestanden. Und es hat auch ganz gut geklappt, weil ich echt früh schlafen gegangen bin. Also zwar schon nicht gelogen oder so. Aber da ich so übermüdet war von dem ganzen ersten Semester und ich weiß, es sind jetzt auch schon 2 Monate her oder 3 Monate her, aber das braucht alles seine Zeit. Und ich sage euch ja einfach, wie das ganze Semester so meine Morgenroutine war. Bin ich meistens nicht mehr so früh aufgestanden. Also meistens gegen 7. Ich habe mir aber auch oft die Möglichkeit gegeben, einfach auszuschlafen. Also ausschlafen ist bei mir so 8 Uhr. Das ist wirklich schon spät für mich. Aber wie gesagt, ich habe dann meistens abends länger gemacht. Es ist immer so ein Balance-Ding. Momentan lerne ich bis 18 Uhr, beziehungsweise ich probiere es auf jeden Fall. Also ich muss ja auch andere Sachen machen. Und wie ihr seht, ich mache morgens keinen Sport. Also wenn ich jetzt nicht krank wäre, dann wäre Sport ein Teil von meiner Routine. Ihr wisst ja, ich gehe jetzt mehr ins Gym und mache da auch 12-3-30. Also dieses 12 in klein, 4,8 km/h wäre so 20 Minuten. Ich mache keine 30 Minuten. Und Pilates habe ich auch in meinem Gym gemacht, aber das ist halt nicht gut, Sport zu machen, wenn man krank ist. Und ja, ich mache aber auch keinen Sport morgens mehr. Ich mache das, habe das meistens nach der BIP gemacht. Das war so ein toller Ausgleich für mich. Ja. Ich schmink mich jetzt fertig und dann geht es weiter mit meiner Morgenroutine. Wundert euch nicht, ich liege im Bett und meine Nase ist rot. Aber es ist jetzt 9 Uhr und ich bin jetzt schon seit einer Zeit im Gange, meine Master-Anmeldungen zu machen. Das ist ein Thema, was mich momentan sehr beschäftigt. Jede Uni hat ein bisschen andere Studiengänge. Man muss für jede Uni und jeden Studiengang, den man sich anmeldet, eine Motivational Letter schreiben. Und es ist einfach so viel Arbeit. Aber ich mache das jetzt, weil ja, ich muss das dieses Wochenende alles fertig bekommen. Weil danach ist Study Time.
Es ist fast 10 Uhr. Um 10 Uhr geht die Bib auf, aber bis die Leute drin sind, ist es so 5 nach 10. Und deswegen gehe ich jetzt erst hin. Hab ein bisschen was gemacht für die Uni-Bewerbung. Ich muss aber in der Bib noch ein bisschen mehr drüber machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich anfange mit Lernen als erst und dann so als Pause die Uni-Bewerbung machen. Mal schauen, ich glaube, ich lerne zuerst, damit ich mich ein bisschen besser fühle mit, was Lernen angeht. Aber andererseits stört mich dann die ganze Zeit, dass ich diese Masterbewerbung nicht fertig habe. Naja, mal schauen.